genau der richtigen Schwelle. Ökologisch und sozial. Yeah. Ja, das war's für Berlin. Ja, die waren nicht so viele. Ja, genau.
Netz halten, geht ein bisschen die Arme, aber das sind noch nicht. Hast du die Fotos bekommen? Ich glaube, es ist noch. Leute? Sag mal, kann man den Song?
bare stoppe ind? Okay, jeg skal stoppe nu, mand. Nej, jeg er ikke. Akkur. Jeg stopper nu. Aber die Leute haben mal so. Ja, der kommt hier mit Stapeln. Da vorne Stapeln, nach hinten. Ja, einer muss das abnehmen, so. Ja, aber den stapeln wir nochmal. So, reicht das. Ja, das darf dann. So, wunderbar. Ein Opfer. Also wenn Stadtwerke ruf ist, reicht mir das völlig. Ja, ja, ja. Okay, wollen wir stapeln? Genau. Also wir meinen Stadtwerk. Ja, ich weiß nicht, kommt die Band? Kommt die Band nochmal? Ja, die kommt. Ja. Band kommt, okay. Aber gestapelt werden kann jetzt nicht schon. Wir stapeln jetzt auch mal. So, und das Stadtwerk ist hinten nochmal wieder. Ja, wir kommen jetzt nochmal in den Genuss der Band mit dem Lied für die Stadtwerke für den Berliner Energietisch. Informationen dazu erhaltet ihr unter www.berlinerenergietisch.net. Nochmal www.berliner-energietisch.net. Die Kollegin holt gerade noch das Mikrofon. Okay, ja. Meine Finger sind krank. Die Kollegin holt ein bisschen rüber. Ja, leider. Oder ist auch weg? Entschuldigung. Stefan. Okay. Neulich lief ich an der Spreelack und plötzlich seh ich über mir weiße Rauchwolken aufziehen. Dabei war das Wetter doch grad noch brillant. Ach Mensch, ich bin ja schon in Rummelsburg am Maiskraftwerk Klingenberg. Ey, wisst ihr, es ist noch nicht lang her, da wollte Vattenfall hier ein neues Steinkohlekraftwerk bauen. So eine richtige CO2-Schleuder. Dann wär ja nirgends so ein Platz gewesen, um in den Himmel zu schauen. Doch die Menschen ließen sich denn nicht gefallen, protestierten, Vattenfall konnte sein Kraftwerk nicht bauen. Jetzt frag ich mich, sag mal, geht es nicht um einfacher? Also, wofür brauchen wir Vattenfall nochmal genau? Ey, das weiß ich jetzt auch nicht. Warum nicht mal ein eigenes Stadtwerk wagen? Genau, dann kann man hier von Anfang an nochmal ökologisch planen. Ey, das ist was für Berlin. Das war für Berlin, den Strom aus dem Kiez beziehen. Das war für Berlin, Vattenfall den Stecker ziehen. Das war für Berlin, endlich mal frische Luft reinziehen. Mit erneuerbaren Energien. Ja, ja, das war für Berlin. Also fing ich an, mich mal zu informieren. Wem hören denn eigentlich die Stromnetze in Berlin? Für die Durchleitung des Stroms, wohin gehen da unsere Gebühren? Wer macht mit der Energieversorgung vor unserer Tür Gewinn? Das Vattenfall, ihr kriegt einen Knall, das kann euch nicht sein. Das Geld fließt direkt in die Konzernzentrale rein. Also hab ich mich beschwert, schriftlich beim Berliner Senat. Ach, hätte ich mir das Geld für Porto bloß gespart. Also müssen wir die Sache wohl selber machen, das hilft ja nicht. Stadtwerkgründer zu zurückkaufen. Ihr denkt, es wäre utopisch, doch genau wie wir will das der Berliner Energietisch. Die haben Volksbegehren gestartet, und zwar gestern. Die haben Volksbegehren gestartet, denn die Gelegenheit ist günstig. Aber so viel Demokratie. Aber ist das überhaupt mit dem Gesetz kompatibel, Herr Michael Effler? Oh. Klar, wo die... Wo die Prüftur lossehen, die bald schreit selbst der Berliner Senat. Power to the people, das ist was für Berlin. Das ist was für Berlin, den Strom aus dem Kiez beziehen. Das ist was für Berlin, Vattenfall in Stecker ziehen. Das ist was für Berlin, endlich mal frische Luft reinziehen. Mit erneuerbaren Energien, ja, das ist was für Berlin. Das ist was für Berlin, den Strom aus dem Kiez beziehen.
du dir jetzt sagst, du willst auch fürs Volksbegehren was tun, dann los hier unterschreiben und tust im Mund kundtun. Die Zeit, die ist vorbei, sich aus der Vorlaut auszuruhen. Gegen Erderwärmung und Klimawandel sind wir nicht immun. Und einzeln ist mal klar, wer will nicht, wir macht hier den Kiez grün. Raus auf die Straße, mit der Liste bis der Stück, die ganze Stadt steht und das Drohnen. Die Politik kann sich warm anziehen. Die werden sehen, was passiert, wenn wir uns richtig reinknien. Denn das ist neue Energie für Berlin. Genial! Demokratisch, ökologisch und sozial. Ja, das war für Berlin. Das war für Berlin. Den Strom aus dem Kiez beziehen. Das war für Berlin. Ja, was du Ball den Zweck abziehen. Das war für Berlin. Endlich mal frische Luft reinziehen. Mit erneuerbaren Energien. Ja, das war für Berlin. Das war für Berlin. Den Strom aus dem Kiez beziehen. Das war für Berlin. Magneten nehmen, dann kann uns das System mal von hinten